Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. In den letzten beiden Folgen hatten wir jede Menge Story-Elemente und ein Duell, was dann letztendlich doch um einiges einseitiger war, als ich es zunächst erwartet hätte. Heute erwartet uns jedoch ein tiefer Graben. Oder eventuell sollen die auch einfach tiefer graben. Ich finde, aus dem Kapitelnamen geht das jetzt gerade nicht so wirklich hervor. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt in die Story und gucken und harren einfach mal der Dinge, die uns da erwarten. Denn jetzt ist es Zeit für ein Duell. Reporterin Carly Carmine war auf dem Weg, um herauszufinden, was genau der feuerrote Drache war. Ihre Suche führte sie schließlich und auch schleichend zum Hauptquartier der Arcadia-Bewegung, wo sie sich plötzlich von Angesicht zu Angesicht mit deren Anführer Divine, der ja in der englischen und damit auch in der deutschen Version aus mir völlig unerfindlichen Gründen plötzlich einfach Sayer heißt, wiederfand. Hatte ich doch tatsächlich vergessen, wie ich den Satz angefangen hatte. Gott, ist das jetzt wieder eine peinliche Angelegenheit. Diese Dateien belegen, dass die Arcadia-Bewegung gar nicht so unschuldig ist, wie sie vorgeben zu sein, sprach Carly wahrscheinlich mit einer völlig anderen Stimme als bei ihrem letzten Auftritt. Aber ganz ehrlich, das ist mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich mehr oder weniger egal, weil ich kann mir sowieso nicht genau merken, welche Stimme die einzelnen Charaktere hatten. Deswegen bitte ich darum, solche Abweichungen zu entschuldigen. Nun gut, meine kleine Maus. Möchtest du mich vielleicht auch in mein Hinterzimmer begleiten? Du solltest vielleicht vorsichtiger sein. Du solltest nicht einfach so dort herumtollen, wo es Fallen geben könnte. Nachdem du gesehen hast, was du gesehen hast, kann ich dich nicht wieder gehen lassen. Kater, runter da. Kater, runter da. Kater, gehst du jetzt mal runter da. Leute, kleiner Augenblick. Ich muss da mal kurz was richten. Was so anscheinend von eines überaus neugierigen Katers nicht bleiben kann. So. Wieder hochgradig professionell aufgezogen hier das Ganze. Aber im Interesse des guten Sportes, erlaube mir, dir zumindest eine Chance zu geben. Zip! Warum machst du deine Hose auf? Zip! Ich habe meine Hose nicht aufgemacht. Du kannst versuchen wegzulaufen. Oder du kannst mich duellieren. Zip! Was sagst du? Würdest du bitte deine Hose schließen? Das ist echt irritierend. Okay, zeig's mir. Zip! Du hättest versuchen sollen, wegzulaufen. Ja. Gleich mal auf ins Geschichtsduell. Ich bin echt gespannt. Die Psy-Karten von Divine, die finde ich tatsächlich sogar ziemlich gut. Und dass wir gleich in zwei Duellen hintereinander die Chance bekommen, die zu benutzen, das ist doch schon mal was. Ich erinnere mich absolut überhaupt nicht mehr daran, was für eine Art von Deck Carly benutzt. Von daher bin ich da schon sehr gespannt. Ich meine, es hat was mit Tarotkarten zu tun. Aber ich weiß es nicht mehr mit absoluter Sicherheit. Gut, was haben wir denn hier im Angebot? Die Psy-Station. Eine permanente Zauberkarte. Wenn ein Monster vom Typ Psy als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst 500 Lebenspunkte zahlen, erhöhe seine Stufe um 1 und seine Angriffspunkte um 300. Dies hält sogar an, falls diese Karte das Spielfeld verlässt. Und das haben wir sogar zweimal hier liegen. Wir können also die Stufe eines Monsters um bis zu 2 erhöhen und die Angriffspunkte um 600. Ich würde sagen, die spielen wir nochmal spontan beide aus. Wir könnten dann könnten
Dann spielen wir den verstärkten menschlichen Psyborg aus, vielleicht. So, hier, den Teleport, den haben wir im letzten Duell schon benutzt, den können wir auch mal aufs Spielfeld bringen. Und können... Wow, 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 Moment. Moment, wir können ja richtig zuschlagen hier gerade. Ich gucke gerade nur, was die für Fähigkeiten haben. Ich bin versucht, den Gedankenherrscher Erzunterwäldler aufs Feld zu holen. Obwohl hier der magische Android natürlich auch nicht schlecht ist. Einfach um die Kosten auszugleichen. Was ist denn der hyperpsychische Sprenger? Ah, okay. So, Level 8, kriegen wir das zusammen? Locker kriegen wir das zusammen. Ich aktiviere erstmal den Teleport, zahle 800 Lebenspunkte, um jetzt ein beliebiges Monster vom Typ Psi als Spezialbeschwörung von meiner Hand zu rufen. Und da wähle ich den Psi-Befehlshaber. Natürlich im Angriffsmodus. Als nächstes beschwöre ich den Gedankenbeschützer. Das ist allgemein Psi-Monster, ne? Muss keinen bestimmten Namen haben. Ja. Als nächstes beschwöre ich den Gedankenbeschützer als Normalbeschwörung ebenfalls im Angriffsmodus. Der hat zwar 0 Angriffspunkte, aber ich habe ihn ja auch nicht wegen seiner Angriffspunkte aufs Feld gerufen, sondern um meine Psi-Station aktivieren zu können. 500 Lebenspunkte zu bezahlen, um seine Stufe um 1 zu erhöhen und die Angriffspunkte um 300, obwohl die Angriffspunkte mir bei dieser Gleichung tatsächlich egal sind. Und dann spielen wir das ganze Spielchen gleich nochmal. Zack, zack. Damit ist hier ein Level 5 Monster und ein Level 3 Tuner Monster auf dem Feld, was bedeutet, dass wir eine Synchrobeschwörung durchführen können. Nämlich der Psi-Befehlshaber und der Gedankenbeschützer synchronisieren und rufen einmal mehr unseren Gedankenherrscher Erzunterwäldler, der uns ja schon in unserem letzten Duell mit Leo so richtig schön den Arsch gerettet hat. Und haben damit jetzt nicht unser stärkstes, aber eines unserer stärksten Monster auf dem Spielfeld, was gleichzeitig auch ein Monster ist mit der Fähigkeit, durch die Vernichtung gegnerischer Monster unsere Lebenspunkte um die Hälfte, ich glaube es war die Hälfte, ne? Tatsächlich die gesamten Angriffspunkte des Gegners zu erhöhen, was uns natürlich dann ermöglicht, unsere kostenpflichtigen Psi-Geschichten, wie zum Beispiel auch unsere Psi-Station, regelmäßig zu nutzen, ohne uns da gleich an den Rand einer Niederlage zu katapultieren, weil wir die Lebenspunktekosten, die wir da investieren, durch unseren Gedankenherrscher Erzunterwäldler ja gleich wieder rauskriegen. Zumindest wenn Kali entsprechende Monster auf dem Feld hat. Läuft. Toller Start für die Strategie. Echt. Was haben wir denn hier gehabt? Zeig doch mal her. Schicksalsdame Licht. Die Angriffspunkte und Verteidigungspunkte dieser Karte entsprechen ihrer Stufe mal 200. Während jeder deiner Standby-Phasen erhöhe die Stufe dieser Karte um 1, maximal 12. Wenn diese Karte durch einen Karteneffekt vom Spielfeld entfernt wird, kannst du ein Schicksalsdame-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Aber Schicksalsdame Licht ist ja leider nicht durch einen Karteneffekt, sondern tatsächlich ganz normal durch den Angriff unseres Gedankenherrscher Erzunterwäldlers vom Feld entfernt worden. Von daher aktiviert sich natürlich der Effekt nicht. Unser Zug ist beendet. Mal gucken, was Kali jetzt als nächstes auffährt. Eine Feldzauberkarte. Feldzauberkarten sind nie eine gute Nachricht. Da muss ich erstmal gucken, was die jetzt wieder drauf hat. Zukunftsvisionen. Wenn ein Monster als Normalbeschwörung beschworen wird, entferne das Monster aus dem Spiel. Während der nächsten Standby-Phase des Beherrschers, der das Monster beschworen hat, bringe es in offener Angriffsposition auf das Spielfeld zurück. Und damit ist unsere gesamte Psi-Stationen-Strategie gleich schon mal für den Arsch.
Denn wir können zwar jetzt Lebenspunkte bezahlen, um die Wertung unseres Monsters zu erhöhen, aber danach wird es aus dem Spiel entfernt und in der nächsten Runde wieder zurückgebracht, natürlich dann wieder mit den Grundwerten. Versteht ihr mein Problem? So eine Scheiße. Psi-Schwert. Rüste nur ein Monster vom Typ Psi mit dieser Karte aus. Solange deine Lebenspunkte niedriger sind als die deines Gegners, erhält das ausgerüstete Monster Angriffspunkte in Höhe des Unterschiedes bis zu einem Maximum von 2000 Punkten. Ja, nicht schlecht. Das Problem ist nur... Nein, bringt mir ja nichts. Oh Mann, oh. Ich brauche eine Kartenzerstörung. Dringend. Läuft, ne? Unsere Strategie geht voll auf. Ich hätte das andere Vieh beschwören sollen. Schicksalsdame Wasser. Die Angriffs- und Verteidigungspunkte dieser Karte entsprechen ihrer Stufe mal 300. Während jeder deiner Standby-Phasen erhöhe die Stufe dieser Karte um 1, maximal 12. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, solange du ein offenes Schicksalsdame-Monster kontrollierst, außer Schicksalsdame-Wasser, ziehe zwei Karten. Aber auch das ist leider ein Effekt, der sich nicht aktiviert hat. Blöd gelaufen, würde ich sagen. So, und damit ist unsere Runde schon wieder vorbei. Aber in unserer nächsten Standby-Phase kriegen wir ja unseren Psyborg zurück. Und dann können wir Carlys Lebenspunkten auch tatsächlich mal ein bisschen Schaden zufügen und hier vielleicht auch tatsächlich mal vorankommen. Moin, der Herr. So. Dann schicke ich schon mal den Psy-Springer auf das Spielfeld. Okay, mit dem Psy-Springer kann ich, wenn ich will, mein Monster, sofern es ein Monster vom Typ Psy ist, mit einem Monster auf der Seite meines Gegners tauschen, ist natürlich etwas, was... Ich probiere mal was aus. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich probiere es mal aus. Ich aktiviere mal eine Psy-Station, einfach um zu gucken, ob der Effekt anhält. Auch wenn der Dings jetzt dann wiederkommt. Ist einfach nur ein Test. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich teste einfach mal. Du kannst bis zu zweimal pro Spielzug ein Monster vom Typ Psy in deine Friedhof aus dem Spiel entfernen, um dieser Karte 500 Angriffspunkte erhalten zu lassen. Da steht nichts davon, dass das nur für die Runde ist. Deswegen gucken wir einfach mal, ob es dabei bleibt. Ob die Punkte bleiben oder ob die wieder verschwinden. Oh, wir kriegen tatsächlich mal durch unsere Strategie Punkte. Wer hätte das gedacht? Was haben wir da gerade zerstört, bitte? Die Solitärmagierin. Einmal pro Spielzug kannst du ein offenes Schicksalsdame-Monster, das du kontrollierst, und ein anderes offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Reduziere die Stufe des gewählten Schicksalsdame-Monsters um 3 und zerstöre das andere gewählte Monster. Autsch, gut, dass der weg ist. So, und ein direkter Angriff auf Carlys Lebenspunkte. Ich denke, wir werden dieses Duell gewinnen. Ich denke, das wird klappen hier. Zumal sie ja nicht wirklich was hat, was sie uns entgegensetzen kann, außer ihrer dämlichen, verräterischen Schwerter. Aber das macht nichts. So, da ist er wieder. Nee, hat sein Power-Up natürlich nicht behalten. Dafür behält der verstärkte menschliche Psyborg seine Power. Okay, das ist gut zu wissen. Und dann setze ich unseren Psy-Springer mal in die Verteidigungsposition. Welchen Effekt der Karte will ich denn aktivieren? Hier Notfallteleport? Beschwöre ein Monster vom Typ Psy der Stufe 3 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck, aber verbanne es während der Endphase dieses Spielzuges. Stufe 3 oder niedriger. Das heißt, ich könnte ein Stufe 5 Monster rufen. Nee, ich will mir die Kartenliste anzeigen lassen. Habe ich ein Stufe 5 Monster? Oh, ja, habe ich sogar. Okay. Dann aktiviere ich die Zauberkarte Notfallteleport.
und rufe. Scheiße! Das einzige Stufe 3 Monster, was ich habe, ist ein Tuner. Und ich kann nicht nur mit Tunern synchronisieren. Ich brauche auch normale Monster dabei. Na gut, dann rufen wir... Fuck. Ach, das ist gerade scheiße. Zumal die Karte ja auch jetzt aktiviert ist. Das heißt, ich muss... Na, scheiß drauf. Psi-Ungeheuer im Angriffsmodus. Bringt mir ja nichts. So ein Mist. So ein verdammter Mist. Können wir irgendwie die Stufe unserer Karten beeinflussen? Nee. Können wir nicht. Ha, ist das, das ist ärgerlich. Dann können wir nur unseren Psi-Borg stärken. Was anderes bleibt uns gerade nicht über. Ja, der Schuss ist nach hinten losgegangen. Konnte ja keiner ahnen. So ein Mist. Flupp. Oh Mann, das ärgert mich total gerade. Oh oh. Oh oh. Was passiert da gerade? Ich muss mir die mal genau angucken. Schicksalsdame Erde. Die Angriffs- und Verteidigungspunkte dieser Karte entsprechen ihrer Stufe mal 400. Während jeder deiner Standby-Phasen erhöhe die Stufe dieser Karte um 1. Wenn die Stufe dieser Karte erhöht wird, füge deinem Gegner 400 Schaden zu. Okay, sie hat 6. 6 mal 4 sind 2400. Scheiße, das reicht. Scheiße, das reicht. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich spiele Kremons im Angriffsmodus auf das Spielfeld. In der Hoffnung, dass... bringt mir ja nichts, sie zu aktivieren. Ich habe es ja ausprobiert. In der Hoffnung, dass Kremons dann das Ziel des Angriffes wird, weil dann kann ich den Angriff immer annullieren. Und zusehen, dass wir diese Schicksalsdame Erde ganz schnell loswerden. Diese verdammten, vermaledeiten Lichtschwerter. Boah, und der Effekt aktiviert sich auch noch in der Standby-Phase. So eine Rotze, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Gute ist, dass ich meinen verstärkten menschlichen Psi-Borg auf dem Feld habe, den ich ja auch immer weiter aufpumpen kann, je mehr Monster sie zerstört.